Ich habe nie gedacht in meinem Leben, dass irgendwann nach Ronald Reagan oder zuerst John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan und eine Schamanin und danach Vertreter der jüdischen Gemeinde in der Rede hier zu halten. Also das freut mich unendlich. Eigentlich wollte ich nicht über Deutschland, sondern über Russland reden, weil in Russland Redefreiheit und Pressefreiheit heute ist nicht was Selbstverständliches. Das ist was, worüber man wirklich nur ein paar Gedanken machen muss. In ungefähr einem Monat findet in Russland ein Gedenktag statt, zwar über die Journalisten, die in Russland in den letzten 10, 15 Tagen ermordet sind. Und wenn ich jetzt eine Zahl nenne, dass jährlich etwa 10 russische Journalisten zum Tode kommen wegen ihrer politischen und journalistischen Tätigkeit, dann ist das keine Fantasie, das ist die Wahrheit. Die Pressefreiheit in Russland existiert, aber sie existiert sozusagen sektiert, nicht im vollen Umfang. Die Reporter ohne Grenzen publizieren jährlich eine Liste über die Pressefreiheit. Und ich würde sehr gerne wissen, ob jemand kennt, wo sich die Russland befindet. Ich glaube, ich bekomme keine Antwort, aber ich kann diese Zahl nennen. Russland befindet sich auf Platz 140 zwischen Äthiopien und Malaysia. Das ist natürlich ein Zeichen, ein Signal, dass nicht alles gut läuft. Ich kenne das wahrscheinlich viel besser als jemand anderer, weil ich habe viele, viele Jahre für eine renommierte und freie russische Presse gearbeitet, und zwar für die Zeitung Moskowskie Novosti, Moskow News. Das ist gerade die Zeitung, die vor etwa 30 Jahren zusammen mit Michail Gorbatschow Perestroika unterstützt hat. Damals war diese Zeitung von berühmten Journalisten Jegor Jakovlev geführt, und ich habe Vergnügen und Ehre, in dieser Zeitung viele, viele Jahre arbeiten zu können. Leider kam die Geschichte von dieser Zeitung vor kurzem zu Ende. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, bestimmt nicht. Diese Zeitung war einige Zeit lang im Besitz von Michail Khodorkovsky, heute berühmtester Häftling der Russland. Und mit Khodorkovsky begannen die letzten Tage von dieser Zeit. Und sie war zerschlagen, mehrmals gekauft, verkauft und wieder gekauft. Und heute existiert sie, aber existiert wie ein Teil von russischen Medien. Und das ist natürlich lächerlich, wenn ich jetzt heute Abend mein Fernsehen einschalte und ich habe die Möglichkeit, über Satellitenschüssel mehrere Fernsehprogramme aus Russland und aus postsowjetischen Raum zu empfangen. Und da sind etwa 30 nur allein aus Russland. Und das ist wie in einem alten Witz, egal welchen Kanal ich umschalte, ich bekomme gleiche Nachrichten und gleiche Texte oder fast gleiche. Und natürlich, man will was anderes sehen. Aber es wird natürlich Unfug und es wird unrichtig, wenn ich jetzt nur behaupten würde, dass in Russland keine Pressefreiheit gibt und keine Meinungsfreiheit gibt. Nein, das ist nicht so. Wir haben jetzt in Russland sowas wie in Deutschland vor kurzem als Facebook-Generation genannt war. Und das gilt auch für Russland. Und zwar begann diese Generation ihr Leben in Russland viel früher als in Deutschland im Jahre 2001. Im Jahre 2001 war die damals freie russische Fernsehkanal NTV zerschlagen, und die Literaten, Journalisten, Publizisten, die viel bei diesem Kanal publizierten und auch viele freie und interessante Programme veranstaltet haben, die haben nur einen Platz für sie gefunden, wo sie ihre Worte frei äußern konnten. Und das war Internet. Und so begann es, diese Live-Journal-Story in Russland. Und heute ist das so, dass nicht nur allgemeine Nutzer wie ich zum Beispiel, es gibt auch einen berühmten Nutzer in Russland, Nutzer Nummer 1, der gerade gestern und heute in Berlin war, Dmitri Medvedev. Er hat eigene Blog in Twitter und auch jetzt in Facebook, und er hat schon mehr als 600.000 Folger, und so kann man auch lesen, was Dmitri Medvedev meint. Aber das ist nicht wichtig, was Dmitri Medvedev meint. Für mich ist viel wichtiger, dass ich lesen kann, was die Menschen meinen, was in Russland passiert, was in Russland bewegt. Und wenn ich jetzt Nachrichten brauche in Russland, dann muss ich nicht die Fernsehen einschalten, dann muss ich nicht die Zeitung aufschlagen. Ich
nehme mein iPhone oder iPad oder andere Handy, spielt keine Rolle, brauche einen Zugang zum Internet und ich kann in 2 Minuten schon alles wissen, was in Russland passiert, welche Meinungen dazu gibt und das freut mich, weil, und jetzt bin ich schon wirklich am Ende meiner Rede, solange ich frei reden kann, solange bin ich frei. Vielen Dank.